Energie sparen, energieeffizient zu benutzen, muss kein Verzicht sein. Deswegen muss man nicht auf warme Dusche verzichten oder auf Beleuchtung im Haus, weil man auch durch heutige technische Möglichkeiten so effizient mit der Energiemenge umgehen kann, dass ich den gleichen Komfort mit der halben Energie bekomme. Und das gilt auch für Autos. Ich kann mit der halben Energie genauso komfortabel Auto fahren und mache vielleicht auf einer 500 Kilometer Strecke eine halbe Stunde Pause. Wenn Sie spontan 800 Kilometer zur Schwiegermutter fahren müssen mit drei Kindern, einem Hund und aussortierten Kleidungsstücken, dann mögen Sie gerne ein Verbrennerauto nehmen für diesen Teilumzug in Ihrem Leben. Alle anderen Fahrten kann man vermutlich inzwischen anders planen, inklusive der Handelsvertreter, die immer zwei Stunden beim Kunden sitzen, also dort Ihr Auto nachladen könnten. Das ist natürlich irgendwo eine Umstellung. Ob es ein Komforteinbuße ist, das muss jeder für sich selbst definieren. Aber diese Umstellung, die wird zwangsläufig passieren, weil individuelle Mobilität einfach so teuer wird in Zukunft. Und man einfach drauf schauen muss, wo kann man einsparen. Und diese Erkenntnis wird schleichend kommen, aber sie wird kommen. Etwas, was immer wieder gefordert wird, dass es halt Nutzervorteile gibt für Fahrer von elektrischen Autos, dass sie exklusive Parkräume bekommen, unter Umständen auf der Busspur fahren und so. Ich will jetzt nicht im Einzelnen kommentieren, wie sinnvoll das ist, aber dass es eben auch Dinge gibt, die Menschen in der Realität wiederfinden, um zu sagen, das ist also das, was ich haben kann, wenn ich elektrisch fahre, im Unterschied zu dem, was ich eben habe, wenn ich mit dem Benziner unterwegs bin. Was wir brauchen, sind entsprechend politische Rahmenbedingungen. Es ist zum Beispiel immer noch nicht geregelt, dass solche Parkplätze für Elektrofahrzeuge rechtsverbindlich ausgeschildert sind. Das heißt, wenn hier ein Fremdparker steht, können wir nichts machen und wir können auch nicht das Fahrzeug aufladen. Wir haben keine Kennzeichnung von Elektrofahrzeugen. So ein Elektrofahrzeug hat eine grüne Plakette, wie jedes normales Verbrennungsauto auch. Woran soll ich das erkennen? Außer zum Beispiel hier an der Form. Nur dann kann ich Nutzervorteile den Fahrzeugen wie Parken, besondere Spuren, besondere Einfahrtsregelungen in Umweltzonen und so weiter überhaupt zuweisen. Also das, was am besten geholfen hat bei uns, ist diese zeitbegrenzte Erlaubnis, dass man keine Abgaben bezahlen muss beim Parkieren, dass man keine Maut bezahlt, um ins Zentrum zu kommen und speziell, dass man auch ins Zentrum vorläufig auf der Busspur fahren kann. Wir wissen, es ist begrenzt, es sind nur für ein paar Jahre, bis so viele Autos dort sind, aber das hat geholfen, dass Leute sich ins Elektroauto reinsetzen. Und wenn man mal im Elektroauto sitzt und das fährt, sagt man, das ist ja ganz toll.